Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Thüringen-Kanal. Ich danke schon mal allen Zuschauern fürs Zuschauen, fürs Liken, Abonnieren und so weiter und so fort. Ne, für alles und schönen Dank. Ihr helft mir immer schöne Sprünge. Wünsche, Anregungen sind immer gerne gesehen. Versuche ich zu erfüllen. Nach Möglichkeit, so schnell wie möglich. Zeitnah, also im Voraussetzung, ich setze immer die Folgen, also nehme ich mal einen Tag mal komplett auf. So versuche ich jedenfalls, klappt nicht immer, aber meist versuche ich das. Das heißt, auf Wünsche kann ich dann immer im Versatz von 7 Tagen ungefähr eingehen. Also wenn jetzt am Montag ein Wunsch kommt für die Tour de Marche, dann muss es leider bis sagen, bis Montag muss gewartet werden. Ist leider nicht anders, ist leider so. Weil zeitlich gesehen muss ich das ein bisschen so gestalten, dass ich da das am Wochenende wieder runden kriege. Beziehungsweise am Freitag und dann den Rest vielleicht noch in der Woche für Thüringen. Ansonsten, aber Kommentare gehe ich gleich drauf ein. Schriftlicher Form. Ansonsten würde ich es auch vielleicht sogar vergessen im Video, weil ich da andere Gedanken im Kopf habe. Meistens nicht immer, aber kann passieren. Ne? Aber ansonsten versuche ich gleich, also kommentieren, schriftlicher Form. Damit das nicht vergessen wird. Am selben Tag, nach Möglichkeit. Klar, wenn ich jetzt Nachtschicht habe und früh und dann kein Netz habe, dann ist es ungünstig, dann geht es nicht. Aber ansonsten an sich schon am selben Tag. So, 49, ich mache 49, zwei Vorgewendebahnen, ein Fahrzeug, haben wir 14,5 oder 4, ist egal. Generieren mal einen kurzen Kurs, ganz schnell. Zurück und jetzt gehen wir hier gleich rein und gucken. Machen wir auf 0, ne? Auf Strich, Strich. Sonst geht es hier auch wieder schief. So. Da würde man Streifen frei bleiben. Das ist mir im Endeffekt ungünstig. So, wir machen jetzt den ersten Wegpunkt. Da müssen wir mal gucken, wo er gerade steht. Müsste eigentlich funktionieren. Gut. Hoffen wir, ne? Klappt aus, der Motor springt an. Hier steht kein Baum im Weg in der Ecke. Passt. Dann kann er die Kurve gleich nehmen. Passt. Die erste Spur gerade genommen. Und wir gehen rüber zum LKW. Der erste wäre voll. Das klappt ganz gut mit zwei Fahrzeugen. Und nebenbei ein bisschen andere Arbeiten machen. Wir brauchen nicht wechseln, ne? Haben wir ja zwei LKWs, ne? Siehste. Wieder fertig. Ja, Flügen steht noch an. Da wo Getreide war. Stroh lasse ich liegen, das ist mir der Aufwand zu groß. Denk mal, ich habe genug und damit auch für nächstes Jahr reichen. Denk mal, Stroh ist das Problem. Stroh ist eher das Problem mit dem Heu. Heu müssen wir nächstes Jahr herstellen. Gut, dieses Jahr wäre das vom Wetter her eh schlecht gewesen. Aber zur Not, wenn man da halt eine Futter. Heutrocknung aufstellen, das geht hier auch locker. Jetzt kann ich erzählen, wie die Hänger schon hergefahren haben. Das war 4. oder 5. Ist auch egal. Wir fahren her, was reingeht, ne? So, kippen mal ab. Ja, ansonsten. Ja, flügen wir gleich. Sobald wir das leer gemacht haben und zurückgefahren haben, der nächste wird auch nicht voll sein, aber das dauert eine Weile. Dann nehmen wir den Trecker, der da steht, den John Deere, und dann fahren wir den Überladewagen hier bei der BGA hin. Dachte mal, geht anders. Mit einem Silage auffüllen, aber hat nicht geklappt. Sollte eigentlich mal funktioniert haben. Wurde schon eine ganze Weile her, vor der Mod rauskam. Vielleicht kam sich was anderes raus, dass es nicht mehr geht. Das kann natürlich sein, ne? Kann ich nicht ausschließen, dass es so ist.
So. Ja, aber nur alle Fahrzeuge mehr weniger zurückfahren. Der Traktor mit dem Kehrwesen muss noch bleiben. Aber den Rand, den wir bearbeiten müssen, den fahren wir jetzt Anhänger zurück. Aber wir haben genug zu tun. Sieht aus, wenn ich einen gelben Helm auf habe, ne? So. Dann kann er schon mal pflügen. Schauen wir mal, ob wir einen freien Flug finden, der irgendwo rumsteht. Eigentlich hier, ja, oben in der Rasen stehen wir hier, ja, weiß ich jetzt auch. Ja, wenn der für den BGH nicht geht, dann können wir auch bitte, dann werden wir es auch BGH auch nicht hinstellen. Wäre Quatsch. Dann stellen wir unten runter in der Halle und dann ist gut. Nehmen wir den anderen gleich. Ja, mit Lohnzahlung, der darf immer nicht hin. Nehmen wir einen blauen oder schwarzen Flug, das ist doch egal. Tank ist voll, Reparatur, das geht noch so, gerade so. Wenn man flügen, nicht ganz so dramatisch. Ah, nehmen wir den schmutzigen, ne? Also laut ist aber auch schmutzig, aber das, ja, ist auch schmutzig. Auf so 42 oder 41, da wo ich fast schon Stroh drauf war. Da wird jetzt gepflügt. Die Anzeige sagt, das muss so gemacht werden. Dann machen wir das auch so. Diese Folge Nummer 4. Cappuccino, die wir machen, Mensch. Aber leider nachher. Ja, die ganzen Fahrzeuge können zurück. Die können alle zum Hof. Die können ja auch gewaschen werden nachher. Obwohl ich da echt ehrlich bin, jetzt, wenn ich die Geräte alle verkaufen werde. Einfach deswegen, weil ich ja hinterher sagen kann, okay, kaufe neu und gehe das Risiko nicht ein, dass ich einen Mod rausnehme und dann plötzlich nicht mehr da ist und ich gar kein Geld gesehen habe. Ich meine, ich muss eingreifen, konnte ich immer noch zur Not im Spielstand, aber das will ich jetzt gar nicht machen. Hier so eng. Du musst durch. Ja, mit neue Geräusche, haben wir noch nie vorher gehört. Spiegel schwarz, das ist nicht neu, das ist schon öfter vor. Fehler am System. Wer hier alles für Fischen parkt hier, das verstehe ich nicht. Unmöglich. So. Ah, den fahren wir auch gleich zurück. Schon da. So sind wir da. Ich bin da, wer noch? So, jetzt gucken wir gleich hier rein. Okay, das ist. Da ist es gut. So. Kurz überlegen. Kursgenerierung. Feld 41. Wochenende 2. Bisschen weniger nehmen. Bin der Kurven ganz gut. Aktiviert ein Kurs. Das ist noch eine ältere Version von Coursplay.
Und ehrlich gesagt zu bequem, das runterzuladen. Auch nicht schlecht. Ami. Dann pflügen wir mal fleißig, ne? So wird auch gleich voll, mehr oder weniger. Der ist da. Wenn man gleich mal paralleler zu fahren. Ja, das ist ein bisschen komisch geformtes Feld, also da ist mit einem Fahrzeug ganz gut. Bleibt mal so. Da hätten wir zwei auch Probleme gehabt, denke ich mal. Hätte er gemeckert. Ohne dauernd Probleme gehabt. Scheint Ton gut zu sein, ne? Ist nicht ganz so einfach. %. Mal schauen, wenn wir daneben kommen jetzt. Was er anhält. Mal schauen, wohin will, ne? Ach, da ist die Außer, wollte gerade sagen. Da nur so Flügen da vorne. Bei der Möglichkeit will ich jetzt so fahren, dass ich jetzt nicht in der Frucht rein muss. Das heißt, die verfolge ich mal. Mal sehen, wie er jetzt reagiert. Aber wo er jetzt anfängt und aufhört. Dass keine Bäume da stehen. Der will zu mir. Dann will ich auch mal drehen. Ich stelle also keine Kollision, Gott sei Dank. So, wenn ich richtig eingestellt habe, hält er beim Abladen an. Und so soll es sein. Ja, macht er nicht. 40%. Aber es kann gereicht haben, dass er jetzt die Bahn durchziehen kann. Wie gesagt, das Feld ist ja auch nicht optimal vorbereitet, weil es wurde ja fertig gekauft. Und so hat garantiert eine Düngerstufe gefehlt. Vielleicht kein Kalk, vielleicht nicht gedüngt, also nicht gepflügt oder so. Das kann alles sein. Und dadurch haben wir ein bisschen nicht so viel, wie es sein könnte. War auch schon ein Maisfeld, ne? Aber das für 270 lohnt sich der Aufwand nicht. Das sei mal ganz ehrlich. Das lohnt sich nicht. Da muss man sich höchstens, weil der Aufwand so groß ist, weil ja, du brauchst ja einen Fahrer, der den Häcksler fährt. Du brauchst mindestens zwei Abfahrer, für die das Mais Häckselgut zur BGH fahren. Dann musst du selber noch verteilen und umverteilen und verdichten. Das heißt, der Arbeitsaufwand ist ja enorm. Ne? Wenn ich jetzt hier nehme, mache ein Häckselgut, Quatsch, nur Körnermais, dann zwei Drescher, ich fahre selber ab, überfahre und fertig. Und das im Grunde ohne Probleme. Das ist ja das Entscheidende. Und dann noch hinzu, dass es da Schwierigkeiten gibt, ne, mit den Brüdern hier, mit Abfahrer und so. Gut, dafür kann jetzt der Preis nichts dafür, ne, von Season. Aber das ist ja jetzt ein anderes Problem, ne. Oder nicht so klappt, wie es klappen könnte. Aber vielleicht kommt es ja für den 21er jetzt mal mit. Das wäre ja nicht schlecht. Ich meine, dass es dann nicht gleich funktioniert, das ist auch klar, aber
Wahrscheinlich besser als jetzt, wenn man dann von vornherein ein Programm dazu gestalten könnte, wie es optimal wäre, ne? Denke ich mir jedenfalls so. So, der Anhänger ist noch fast voll, der erste. Da sind wir zufrieden, ne? Na gut, dann brauche ich nicht voll machen. So. Denkt mal, wir kriegen mal gerade mal so die beiden Hänger voll. Und dann passt das schon. So. Ist ja nicht mehr viel. Der flücht fleißig, die beiden arbeiten und wir werden uns um den Mähdrescher kümmern. Und fahren ihn mal auch mal zurück. Ich muss Alltag immer wieder aktivieren, ne? Ich habe auch andere Probleme gehabt. Ja. Nicht wegen privat, ne? Mit der Aufnahmesoftware und den Teil von Elgato. Ich denke auch, Mensch, geht so einfach automatisch. Ne, das musst du alles einstellen. Ach, nee, ich bin so müde, gibt's doch gar nicht. Uhrzeit. Vier. Und vier Folgen, naja. Vier Folgen eine Stunde ungefähr. Naja, plus. Na, da komme ich jetzt nicht durch. So, da stehen wir wieder. So, liebe Show, das soll es vorher gewesen sein. Ich danke es fürs Reinschauen. Danke es, ne? Danke fürs. Ich danke mal fürs Reinschauen. Dann sage ich hier auch mal Tschüss und Winke Winke für heute. Feine Folge. Ja. Sonntag. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest Sonntag. Ja, ich denke mal nicht dran. Ne? Ja, ne? Und dann geht's weiter. Morgen Montag zur neuen Folge. Tschüss!